Heute bin ich in Schneckenlohe im Landkreis Kronach, hier in der Filialkirche St. Otto. Diese Kirche wurde vor 61 Jahren geweiht, der Grundstein 1958 gelegt. Letztes Jahr haben wir 60-jähriges Jubiläum hier gefeiert. Ein großes Fest für eine kleine Gemeinde von um die 250 Katholiken. St. Otto in Schneckenlohe ist Filialkirche von Markgreiz. Und mit Markgreiz hatte der heilige Otto hier einiges zu tun. Es heißt, er war im Jahr 1128 auf einer Missionsreise ins Land der Pommern. Die zweite, die er schon tat. Dabei ist er durch Markgreiz gekommen und soll am Gründonnerstag in der dortigen Kirche die Messe gefeiert haben mit den Gläubigen. Die Filialkirche hier in Schneckenlohe ist nach ihm benannt, einem unserer Bistumspatrone. Von ihm, dem heiligen Otto, können wir in der augenblicklichen Situation auch etwas lernen, so meine ich. Er hat sich auf Neuland begeben. Missionsreisen waren zu seiner Zeit auch nicht einfach 0815, sondern ein Wagnis. Wir leben auch in einer Zeit, die nicht einfach 0815 ist. Das erleben und erfahren wir jeden Tag. Es ist herausforderndes Neuland, was wir im Moment begehen, und wir können uns nur suchend und tastend fortbewegen. Der heilige Otto war sicher im Glauben verwurzelt und überzeugt, dem Volk der Pommern das Evangelium zu bringen. Über ihn hat unser Erzbistum noch gute Beziehungen zur Diözese Stettin Kamin in Pommern. Auch ich durfte einmal in meiner Priesterseminarzeit dorthin reisen und die Taufstelle besuchen, an der der heilige Otto missioniert und getauft haben soll. So haben wir eine christliche Verbindung von Franken zum Volk der Pommern. In einem Lied zum heiligen Otto heißt es: Heil'ger Otto, uns gegeben, aufzubauen das Reich des Herrn, der die Wahrheit ist und Leben für die Völker nah und fern. Gib den Priestern deinen Segen, dass sie in des Herrn Kraft sicher führen auf den Wegen unserer Erdenwanderschaft. Der heilige Otto hat durch die Missionierung und seine Tätigkeit in Franken Menschen im christlichen Glauben vereint und zusammengeführt. Er ist auch Patron der Priester, aber auch, ich denke, des priesterlichen und segnenden Wirkens aller Gläubigen. In den Impulsen Nummer 2 habe ich schon mal über die Taufhürde geredet und gezeigt, dass jeder getaufte Christ priesterliche, prophetische und königliche Würde hat. So kann der heilige Otto für uns alle ein Vorbild sein, segnend und segensreich zu wirken. Auf seine Fürsprache bitte ich nun auch um diesen Segen. Der Herr sei mit euch. Die Fürsprache des heiligen Otto segne und behüte euch der allmächtige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und viele Grüße aus Schneckenlohe.